Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zu Panorama Studio 3 Pro. Ich hatte euch vorher schon gesagt, ihr sollt die gestitchten Bilder bitte als große TIFF, PSD oder etc. Datei speichern, bevor ihr die weiterverarbeitet. Das hat den ganz einfachen Grund, dass es wesentlich schneller geht. So, ich importiere mir jetzt das entsprechende Bild. Ich habe unten die Vorschau, suche mir mein Bild raus. Und ich nehme ein Gartenbild von einer Ferienwohnung. Importiere das, das geht relativ flott. Ist zwar eine große Datei, aber so, dann könnt ihr wie beim Stitchen noch einmal einstellen die Grundparameter. Und dann wird dieses einzelne Bild eben schnell gestitcht. So, ist nötig. So, und fertig ist es. Grundblick geht auf 180 Grad, also genau in der Mitte. Und ich möchte jetzt meine Übergänge machen. Dazu muss ich Hotspots anlegen. Das geht über den Menüpunkt Hotspots. Ich möchte dort durch den Carport auf die Auffahrt. So, das ist das Hotspot-Menü. Und ich rufe mir jetzt einmal die Hotspots auf. Dazu habe ich mir schon ein paar Bilder fertig gemacht. Das sind transparente PNG-Dateien, wie ihr sie zum Beispiel mit GIMP, mit Fotoline etc. anlegen könnt. Ich habe es hier mit Fotoline gemacht. Den platziert ihr jetzt mal eben. So, und dann wählt ihr aus, welche Datei soll denn danach aufgerufen werden. Welches Bild möchtet ihr dort als Folge haben, wenn dieser Hotspot aufgerufen wird? Dazu müsst ihr die JSON-Datei auswählen. So, hier gibt es eine kleine Klippe. Ihr müsst Myself auswählen, nichts anderes. Ihr wollt das ja im selben Bild wieder haben. Dann könnt ihr noch eine Beschriftung eingeben. Dann wählt ihr aus, ob dieses Hotspot-Bild, ob das schwebend, also mit rein und rausgezoomt werden soll, oder ob das fest in das Bild integriert wird. Ihr nehmt schwebend. Dann könnt ihr noch anlegen, wie soll dieser Übergang zum nächsten Bild sein. Fertig. So, das war der erste Hotspot. Ihr wählt den nächsten Hotspot aus. Ich möchte hier in das Wohnzimmer hinein. Wieder Hotspot auswählen. Ich sage neuer Hotspot. Wähle die Stelle, wo dieser Hotspot hin soll. Klickt da einfach drauf und dann das Menü mit den Bildern auf. Jetzt nehmen wir einen Fall, der leicht nach oben links guckt. Es hat sich herausgestellt, eine Seitenbreite von 150 Pixel ist eigentlich ganz gut dafür. So, hier sagt er wieder, dass das ins Wohnzimmer geht und wieder die JSON-Datei, nicht die HTML-Datei, die JSON-Datei anwählen. So, jetzt wieder aufpassen, nicht Self oder so, sondern Myself. Mit Self, da gibt es Probleme. So, jetzt gibt er da wieder den Namen ein. Schriftung, alles andere lassen wir so. Fertig. Jetzt wollte ich noch einen dritten Weg. Man kann auch in die Luft gehen. Ich habe da noch ein Luftbild vorbereitet. So, wieder ein Hotspot. So, den platziere ich mir nicht zu hoch, damit ich ihn auch sehen kann im normalen Zoom. Da geht jetzt nach oben. Ich sage wieder jetzt, wo es hingehen soll. Das soll ins Luftbild gehen. Das ist wichtig, dass da Myself wieder steht und wieder eine Beschriftung. Dieses Mal Luftbild, alles andere bleibt so. Fertig. So, jetzt wird ein interaktives Bild gespeichert. Der Speicherort wird angegeben. Welche Dateinamen wollt ihr dafür haben? Wir haben das Projekt vorher noch nicht gespeichert, deswegen müssen wir jetzt mal einen Namen eingeben. Wir nehmen jetzt mal W-Außen und weil es hier zum Vorführen ist, nochmal Test dahinter. Und dann sagt ihr speichern. Dann habt ihr den Namen schon mal festgelegt, beziehungsweise den Speicherort, den ihr, wo ihr das Bild nachher findet. So. Jetzt geben wir nochmal die allgemeinen Eingaben ein. Wie heißt dieses Bild? Was für ein Titel soll erscheinen? Haben wir ein Logo, das oben rechts eingeblendet wird? Ja, nein. Das ist auch wieder eine transparente PNG-Datei. Ich habe sowas. Und
Das wird nur eingeblendet, wenn ihr eine Lizenz habt für den Viewer. Ebenso wie der Link, den ihr beim Aufrufen des Logos aufrufen könnt. So, hier gebt ihr nochmal die Steuerparameter ein. Ihr könntet noch eine Audiodatei einbinden. Ihr könnt für das Infofeld im Steuerungsmenü gibt es ein Infofeld. Wenn ihr das anklickt, dann bekommt ihr das heraus, was ihr jetzt hier eingebt. Ihr könnt auch HTML-Code eingeben, was ihr möchtet. Dann sagt ihr, ob das Bild von selber loslaufen soll, mit welcher Verzögerung etc. Und das war das schon. Ihr könntet auch diese Vorgabe speichern und später nochmal wieder neu aufrufen, was natürlich ganz praktisch ist, wenn man jetzt eine Wohnung mit vielen Zimmern hat. Ganz wichtig, ihr müsst gucken, womit soll das Bild anfangen, wenn es aufgerufen wird. So, ich möchte meine Ferienwohnung zeigen, nicht einfach nur die Büsche da. Also muss ich das etwas drehen, horizontal. So, ich möchte den Leuten zeigen, hier, da ist ein Haus, das hat eine Terrasse, das ist schön. Also ist das mein erster Blick. Ihr seht oben rechts, könnt ihr das auch mit der Hand machen. Einmal horizontal, dann könnt ihr die Kippung eingeben und ihr könnt den Zoom eingeben, mit dem das Bild aufgerufen wird. Nachdem ihr das festgelegt habt, sagt ihr okay. Jetzt könnt ihr noch die Qualität einstellen. Normal ist eigentlich mehr als genug. Alles andere wird nur groß und ihr müsst auch mal daran denken, eure Gäste haben vielleicht nicht die schnellste Leitung. Ganz wichtig, dass ihr da bitte diesen Klick da bleibt. Ihr könnt dann bei der Ausgabe ein beliebig großes Fenster aufwählen. Es wird immer skaliert. Hier gebt ihr eure Viewer-Lizenz ein. Das mache ich jetzt mal nicht. So, und dann lassen wir das Ganze ausgeben. So, nach dem Ausgeben könntet ihr das nochmal aufrufen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Und als erstes gehen wir mal ins Wohnzimmer rein. So, das Wohnzimmer, da guckt ihr richtig rein. Das habe ich richtig angelegt. Und jetzt zeige ich euch mal, so, ich gehe jetzt raus und das habe ich schon mal vorbereitet. Ich gucke dann in den Garten, weil ich würde ja normalerweise würde das Bild jetzt starten mit dem Blick auf die Terrasse. Das sollte es nicht, deswegen habe ich das da geändert. Wenn ich das nicht mache, dann passiert Folgendes. So, jetzt habe ich das Eingangsbild, aber das wollte ich ja gar nicht haben. Ich gucke ja auf meine Autos. Ich würde jetzt normalerweise auf die Auffahrt gucken müssen. Also ist was falsch. So, ich rufe mir jetzt einfach mal mit einem Bildbetrachter das Bild auf, dieses TIFF-Datei, und ich sehe, links sind 0 Grad, in der Mitte sind 180 Grad, rechts wäre 360 Grad. So, die Auffahrt befindet sich ungefähr in der Mitte, also muss ich 180 Grad eingeben. Um das jetzt zu machen, rufe ich die JSON-Datei meines Gartenbildes auf und dann füge ich dort, ich suche mal eben, wo ist der Übergang, der ist dort. So, da kommt jetzt eine neue Zeile hinein, in die gebe ich jetzt rein, in Anführungsstrichen Target View, Doppelpunkt, Anführungsstriche, View.pen gleich 180, Semikolon, Anführungsstriche und wieder ein Semikolon. Die 180 ist der Winkel. Ihr könntet die anderen Werte dort auch eingeben für die Kippung und für den Zoom. Das wollen wir jetzt hier aber gar nicht. Und jetzt speichern wir das mal ab und sehen uns gleich mal an, ob das was gebracht hat. So, hier ist wieder das Ausgangsbild, das Gartenbild. Wir schwenken mal eben schnell zum Carport, rufen das Bild auf und wenn wir es richtig gemacht haben, sehen wir jetzt die Auffahrt. Und genau so ist das. Ja, ich kann jetzt wieder zurückschwenken und wieder reingehen. So, hier stimmte der Winkel, da brauche ich nicht viel zu ändern. Das war schon mal gut. Das haben wir schon mal geschafft. So, jetzt gucken wir uns mal das Luftbild an. Da habe ich auch noch was eingebaut. Das Luftbild habe ich mit einer DJI Phantom 4 gemacht. Die steht in der Luft, als wenn die Kamera auf dem Stativ steht. Wunderbar zum Panorama fotografieren. So, ich habe jetzt hier einfach mal 2 Sterne eingefügt für so ein paar besondere Sachen. Da habe ich aber keinen Übergang eingegeben, also keine JSON-Datei eingegeben und deswegen werden die mir auch nur angezeigt.
Die sieht sehr schön. Durch das Schweben sieht es so aus, als wenn sie da drüber schweben. Und sie gehen mit dem Bild mit. So, hier gehen wir mal zum anderen Haus. Das liegt ein bisschen weiter weg. Da fliegen wir mal hin. Und jetzt das nächste, was man noch machen kann. Man könnte jetzt zum Beispiel nicht nur dort einen Text für den Hotspot eingeben, sondern auch ein Bild. Und um das zu machen, rufe ich nochmal wieder die JSON-Datei dieses Bildes auf. Und da gibt es den Textparameter. Und in diesem Textparameter, seht euch das jetzt bitte an auf dem Bild, gebt ihr Image Sort, also einen HTML-Code ein. Und ihr müsst den Dateinamen einfach mit Backslash einrahmen. Tja, das war's dann schon. Probiert's mal aus. Macht echt Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen.